Anspannung lag in der Luft, auch wenn die Neuigkeit hier und da wohl schon durchgesickert war. Rund 200 Menschen drängten sich am Mittwochabend im Pfarrsaal, um die endgültige Entscheidung selbst zu hören. Aufgrund der erfolgten Gespräche mit verschiedenen Gruppierungen der Pfarrei und mit zahlreichen Gemeindemitgliedern hat die Kirchenverwaltung einstimmig beschlossen, die Planungen zur Verwirklichung des Projekts, nämlich Errichtung eines Hospizes anstelle des Pfarrheims und Mesnerhauses und Sanierung des Pfarrhauses für pfarrliche Zwecke, zu beenden. Ein erleichterter und wohl auch wohltuender Applaus für den Pfarrer, der in den letzten Wochen wenig Beifall bekam. Vieles sei schiefgelaufen in der Kommunikation, der Transparenz, aber auch Fehleinschätzungen, die zu Fehlern geführt hätten, gibt Pfarrer Groll unumwunden zu und entschuldigt sich. Es war eine sehr anstrengende Zeit, auch emotional und vom Denken her festzustellen, das, was wir gemeint haben, gut vorbereitet zu haben und wohl durchdacht haben, dass man feststellt, hoppla, das ist nicht vermittelbar, es ist auch emotional offenbar in der Gemeinde eine völlig andere Sichtweise, was überraschend ist, weil man eigentlich ja meint, man kennt die Gemeinde und dann auch feststellt, es gibt Bezüge und Zusammenhänge, da ist man auch, wenn man über 10 Jahre als Pfarrer wo ist, eben doch nicht mittendrin, sondern muss frisch lernen und staunen und feststellen, halt, das war ein Fehler. Zu sehr hätten Sie als Kirchenverwaltung den Blick auf die Gebäude und die finanzielle Zukunft der Pfarrei gerichtet und zu wenig auf die Menschen, die jetzt mit diesen Gebäuden verbunden sind. So wie es gelaufen ist, war auf jeden Fall sehr, sehr schnell klar, dass die Vorteile aus einer Hospizlösung, die Nachteile fürs Pfarrgemeindeleben auf jeden Fall nicht überwiegen konnten. Und deswegen ist der Schritt aus meiner Sicht auch konsequent, dann zu sagen, nein, das wollen wir nicht weiter. Vielleicht gibt es in der Zukunft mal eine andere Möglichkeit für das Pfarrheim, für das Pfarrhaus. Aber für heute ist es auf jeden Fall für mich und für das ganze Pfarrgemeinderat, glaube ich, die beste Entscheidung, die man treffen konnte. Der Hospizverein muss sich jetzt also nach einem neuen Standort umsehen. Der Aufsichtsratsvorsitzende und Augsburger Dompfarrer Armin Zürn nimmt die Entscheidung aus Krixhaber erstaunlich gelassen. Das ist tatsächlich so, dass über diese breite Öffentlichkeitswirksamkeit der Diskussion in Krixhaber viele Menschen wach geworden sind und da auch Vorschläge machen, auch Grundstückseigentümer, was eventuell in Frage kommt. Das schauen wir uns jetzt eben an. Ein Hospiz, mehr oder weniger Tür an Tür mit den Pfarreiaktivitäten, auch das war für viele Gegner der Neubaupläne nicht vorstellbar. Die sind jetzt vom Tisch und so macht sich im Pfarrsaal von Krixhaber Erleichterung breit. Vor allem beim Pfarrheimteam und der Pfarrjugend. Wir freuen uns riesig, weil wir haben von Anfang an dafür gekämpft und auch daran geglaubt, dass am Schluss das Pfarrheim bestehen bleibt. Und auch unsere ganzen Aktionen, wie zum Beispiel die Buttons oder die Plakate, jetzt doch uns gezeigt hat, dass die Pfarrei lebt. Und auch wir gemeinsam jetzt positiv in die Zukunft schauen. Und wir als Pfarrjugend wollen uns auch aktiv daran beteiligen. Und das wird nötig sein. Die finanzielle Situation, auch wenn am selben Abend spontan 1.000 Euro für das Pfarrheim gesammelt wurden, bleibt miserabel. Einig waren sich alle, dass die Pfarrei das Angebot der Diözese, eine Gemeindeberatung durchzuführen, in Anspruch nehmen will. Doch an diesem Abend wurde erst einmal die wiedergewonnene Harmonie in der Pfarrei gefeiert.